Hallo, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess Hardy. Ja, beim letzten Mal haben wir den letzten Käfer gesucht, letzten Schattenkäfer. Und wir haben vom Lichtgeist, hieß er Ranel? Ich glaube, er hieß Ranel, haben erfahren, wo der letzte Teil des, das letzte Schattenteil ist. Wie heißt denn überhaupt die Dinger, was wir suchen? Keine Ahnung. Wir haben das letzte Teil für Midna ist, nämlich am Grund des Hylia-Sees. Und ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass... Ich habe auf der Map ein komisches Symbol. Moment. Was? Ich habe ein komisches Symbol auf der Map. Moment. Ich habe hier in Mitte des Sees, habe ich ein... Habe ich ein Zeitsymbol? Bitte was? Es kommt von dieser Insel, glaube ich. Moment. Oder? Nee, es kommt nicht von dieser Insel. Moment, dem müssen wir erstmal auf den Grund gehen. Was ist das? Warum ist hier ein Zeitsymbol unten auf meinem Gamepad? Einen Moment! Das haben wir gleich. Was ist da für eine Insel? Ja, ich wollte eigentlich zu den Zoras. Weil ich glaube, die Zoras, die geben uns irgendwas, wo wir uns im Wasser besser bewegen können. Ich glaube, wahrscheinlich tauchen. Und ja, das möchte ich doch mal ausprobieren, ne? So, wir sind gleich bei dem Symbol, aber ich glaube, hier ist einfach gar nichts. Also entweder ist das unter Wasser oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hier ist gleich hier ein Symbol, nämlich hier genau. Ja gut, das war erfolgreich. Fast. Da, bisschen links jetzt von uns, also da in der Richtung, ist doch so ein, Portalsymbol. Hm. Okay. Ja, das sieht man ja da unten auch. Auf der Map unten links. Na, mal schauen. Da oben sind Glühwürmchen. Bin ich gerade erstmal so, ne? Komm ich da irgendwie hoch? Komm ich da hoch? Nein, komm ich nicht. Da oben sind Glühwürmchen. Na gut. So, kann ich jetzt eigentlich mit dem Typen irgendwas machen? Huch, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Habe ich verdrückt. Bla 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 bla. So, ja, wie gesagt, ich kann nicht schwimmen oder tauchen. Deswegen werden wir erstmal zu den Zoras zurückgehen, denke ich mal. Hey? Was? Die Zoras leben also? Hab ich schon gedacht. Die werden mit dem See zusammen ausgetrocknet. Hey, hast du eigentlich schon gehört? Was auch gut ist, dass es einen Schrei gibt? Die machen einen Winter und ich weiß nicht, was die da treiben. Das soll man ja wissen. Wie kann man einen Schrei auch so tief unter Wasser bauen? Keiner mal, Mensch, kann so tief tauchen. Sag mal, kommst du etwa als Kunde? Wenn es kein besserer Zeitpunkt wählen können, hättest du dich besser aufpassen können. In meiner neuesten Attraktion wirst du dich fühlen, als wirst du wie ein Vogel fliegen. Boah, die Stimme ist anstrengend. Heute gibt es einen ganz besonderen Service. Was soll der Wartezeit? Und du kannst ihn für nur 10 Rupien ausprobieren. Na, mit so einem Flugwagen? Okay. Alles gut, hier entlang. Ja, und was muss ich jetzt... Okay. Was? Wo bin ich jetzt? Say what? Okay. Ah, jetzt fällt sie wieder ein. Die Zora-Königin hat dich doch um etwas gebeten, ne? Weißt schon, du solltest doch den Prinzen finden, der auf dem Weg nach Schloss Hyrule verloren gegangen ist. Und sie hat doch gesagt, wenn du ihnen helfen würdest, verleiht sie dir irgendeine Fähigkeit. Der letzte Schattenkristall ist auf dem Grund des Hyliasees und diese Fähigkeit könnte dir vielleicht nützlich sein, oder? Ja. Wo bin ich denn jetzt? What? Wo bin ich jetzt? Hühner! Das ist ein gutes Zeichen. Hallo Huhn. Äh,
Hi, na. Darf ich wieder gehen? Bitte? Will ich es eigentlich ausprobieren? Es geht nicht. Oh, zum Glück. Hallo, Reichspazier, willkommen in Dumnus Hühnerflugstation. Es war einfach ein Irrenflug mit verrückten Hühnern. Voller Abenteuer und Boni. Es gibt nichts Besseres. Na, wie wär's, mein großer Freund? Also dann, einmal zur Schatzinsel kostet dich 20 Rubine. Nein? Oh, wie schade. Also dann, wenn dir doch mal da fliegen ist, schau bei mir vorbei. What? 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 Erstmal schauen, wo ich hier rauskomme. What the fuck? Okay. Strange. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt irgendwo. Irgendwo. Okay. Ach so, ah, ich bin hier, alles klar. Epona, komm mal bitte. Hallo Epona, na? Braves Pferd. So, ich hab gehört. Wir wollen zu den Zoras. Ach so, dann muss ich. Ja, ich könnte ja mal nach dem Prinzen schauen in der Stadt, ne? Das wäre eigentlich kein Problem. Machen wir das einfach mal, ne? Würde ich sagen. Ja, auf geht's. Let's do this. Komme ich da nachts überhaupt in die Stadt? Ja, komme ich. Oder auch nicht? Oder nur nicht mit. Wow! Wow, Link! Wow! Mach da. Link, wo bist du? Hi. Hallo, Link. Ich habe Post für dich. Ich habe hier zwei Briefe für dich. Das ist ja toll. Ah, das wäre erledigt. Und ab die Post. Schauen wir doch mal, ne? Es enthält was Feines. Eine neue Bombe erblickt das Licht der Welt. Eine fantastische Erfindung, die auch unter Wasser verwendet werden kann. Sie kann ab sofort in meinem Laden erworben werden. Ich freue mich auf deinen Besuch. Okay. Geöffnet. Die Touristeninformation Ranel informiert. Genießen Sie Freizeitspaß inmitten herrlicher Natur. Tena und Sena bieten neue Attraktionen, die jung und alt begeistert werden. Sie finden beide flussabwärts vom Wasserfall an der Höhle der Zoras. Tenas Kanu-Abenteuer, eine rasante Schussfahrt. Schussfahrt auf den stromschnellen Bombenpfeil sind im Preis enthalten. Senas Angelteich. Ein Kampf gegen die Natur. Ziehen Sie mit der Angel den dicksten Fisch an Land. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Okay. Okay. Werde ich mal vorbeikommen. Werde ich das bestimmt tun. Aber jetzt extra dorthin gehen. Pff, nö. Kein Bock. So. Ich hab gehört. Ah, stimmt, wir können ja zum ersten Mal in die Stadt einfach so. Vielleicht eine kleine Spende für den Tempel in Hyrule? Okay. Bin kein Enkel der Liebe deine Wege geleitet. Bete weiter für den Frieden und eines Tages wird die Liebe auch dich umfangen. Okay. Was auch immer. Werden im Geld verbrauchen. Nice. Hier vielleicht am Tag herkommen sollen, hä? Vielleicht so eine Idee gewesen. Idee gewesen, vor allem. Ja, stimmt, ich bin jetzt in der Realwelt. Da kann ich jetzt Ilia besuchen und so. Wie geht's eigentlich hier hin? Hey? Ah, das geht nicht. Dafür hätte ich jemanden vorbeilassen. Befehl ist Befehl. Ja, okay, ich gehe schon wieder. Ciao. Was schön mit euch. Ich möchte jetzt zu Ilia. Ilia! Keep rolling, rolling, rolling. Keep rolling, rolling, rolling. Dass auch jeder einzelne Abschnitt laden muss, das ist ja ein bisschen schon nervig. Um es mal milde auszudrücken. So, hier unten müsste sie gewesen sein, denke ich mal.
Wirtshaus geöffnet. Ja, dann geh doch auch rein, Link. Dankeschön. Hey, das ist doch ein Zora, damit kenne ich mich nicht aus. Wer auch immer das sagt. Okay. Herr Doktor, oder Ihre Hilfe über dieses Kind? Hi? Hi! Schön, dich wiederzusehen. Na? Wie geht's? Okay. Ein Arzt für Menschen kann uns wahrscheinlich wirklich nicht helfen. Oh, ich habe gehört, in Eldi gibt es ein Dorf namens Kakariko. Der Priester dort kann auch Zuras und sogar Goron heilen. Wirklich? Wenn wir den Jungen also in dieses Dorf bringen, dann... Aber der Weg dorthin ist sehr gefährlich. Ach nee, wer sagt das? Wir können nicht zulassen, dass hübsche Mädchen sich in solche Gefahr begeben. Deshalb werden wir euch begleiten. Wunderbar! Der Weg nach Kakariko führt über zwei Ebenen voller Monster, aber wenn die Soldaten Haibu uns begleiten, kann uns gar nichts passieren. Ihr Feiglinge, lasst euch hier nie wieder sehen! Lalu? Da ist ja doch ein junger Kämpfer übrig. Hallo, erkennt sie uns nicht? Ich glaube, er will uns begleiten. Los, mach schnell alles bereit. Sag mal, hallo? Was ist mit ihr kaputt? Du bist wohl ein Freund. Och, diese Musik. Du bist wohl ein Freund von diesem Mädchen. Im Moment kann sie sich nicht einmal an ihren Namen erinnern. Das arme Ding. Dabei ist sie so ein tapferes Mädchen. Als dieser Zora auf der Straße lag, hat sie alles auf sich genommen, um ihn zu retten oder auf die Gefahr zu achten. Sie hat mehr Buben als alle Soldaten von Hyrule. Hilf ihr. Wow. Okay. Das heißt, die Brücke im Osten ist unbesiegbar. Wir müssen also die westliche Brücke überqueren. Du weißt, was das bedeutet? Ich hoffe, du wirst mit ihm fertig. Wie er heißt. Wir können nicht sprechen. Oder doch? Link? Hitler Link, ich bin euch so dankverpflichtet. Hey Kleine, bedanken kannst du dich, wenn wir sicher in Kakariko angekommen sind. Du hast schöne Augen. Die Augen eines stolzen Tieres. Wenn du uns sicher nach Kakariko bringst, werde ich mich erkenntlich zeigen. Oh mein Gott! Und er grinst auch noch. Link, please. So, was geht jetzt eigentlich ab? Ich muss quasi den Weg frei. Wow. Epona, please. Epona! What are you doing? Ich wollte eigentlich den Part beenden. Jetzt eigentlich. Aber gut. Hat sich erledigt anscheinend. Gut. Gut, dann halt nicht.
Oh, hi. Na? Skaden. Was ist los? Jetzt bist du allein. Enttäusch mich nicht. Ja, okay. Wir schaffen das. Ich weiß zwar nicht, was wir tun müssen, aber wir schaffen das. Aber wieder der Kampf, ja? What? Okay, nochmal. Oh, schön abgewehrt, der Ekelhafte. Nice. So, Epona. You can do this. Los, Epona. Aber wir müssen das gekonnt machen. Ah, schade. Das war nicht gekonnt. Nein. Bla, bla, bla. Ja, mit nah, ich weiß. So, ich hab das doch schon mal so elegant gemacht. Ah, das ist aber auch blöd. So, wir machen das jetzt nämlich so! Oder auch nicht. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich wollte. Nochmal. So, mit vollen Karacho drauf zu rennen und dann boom! Oh, da wäre der ab, eiskalt. Kinder, was hast du mir zu sagen? Das denn für ein Typ? Schützt sich mit diesem riesigen Schild? Ah, ich glaube, das ist nur eine miese Täuschung. Wie blöd. Schützt nur die Seiten und vorne ist alles offen. Das ist doch kein ernstzunehmender Gegner für dich. Nimm irgendetwas, was fliegt und zieht auf die Lücken. Okay. Boom, ins Gesicht. Mach ich, wenn ich keine Pfeile mehr hab? Beinen? Oh Gott. Reiten und gleichzeitig schießen. Zack, ins Gesicht. Oh, wow. Ciao. What? Wo kam denn der jetzt hergeflogen? Du erhältst den Torschlüssel, eröffnet dir das Tor auf dem Weg nach Kakariko. What? Random? Das ist ja gar nicht schlecht. Mach weiter so. Okay. Okay.